Gerade 1988 Bronzemedaille in Seoul bei den Olympischen Spielen. Sie haben die auch mitgebracht. Ja. Hier vorne liegt sie direkt. Gibt es Parallelen zwischen dem Leistungssport und Motivationstraining? Enorm. Also die Motivation kommt immer aus einem selbst heraus. Du kannst niemanden motivieren, du kannst jemanden inspirieren, emotionalisieren, sensibilisieren. Aber die Motivation kommt immer aus dir selbst heraus. Und im Sport ist es jeden Tag, dass du von deiner inspirierten Haltung, von deiner Leidenschaft, die du hast, dann immer diese Motivation herauswächst, um dich morgens hinzustellen bei Regen, bei Wind und Wetter, abends nochmal und auch durch Niederlagen auch nochmal wieder nach oben zu kommen und auch mal so Tiefen durchzuwandern. Und da gibt es enorm viele Parallelen und das macht einfach Spaß, das den Menschen weiterzugeben, Unternehmen weiterzugeben und das ist mein täglich Brot und das macht mir riesen viel Spaß. Seine Erfolge war seine Hautfarbe. Ich war das einzige schwarze Kind an der Schule, eine Schule mit 1000 Schülern. Und da gibt es schon das ein oder andere Wort. Aber es gab ein ungeschriebenes Gesetz bei uns. Und das Gesetz hieß, wer schnell ist, ist auch stark. Das heißt, dann, wenn ich schnell war, hat mir kein anderer was getan. Und so bin ich an für sich dem Schmerz immer davongelaufen, was für mich die Grundlage war für meine sportlichen Erfolge. 1988 Olympische Spiele in Seoul. Staffellauf über 400 Meter. Für den Jungen aus dem Vogelsberg ist sein Traum wahr geworden. Der 21-Jährige ist im Finale dabei und gewinnt Bronze. Eine Goldmedaille blieb ihm in seiner Karriere verletzungsbedingt versagt. 1995 muss er mit gerade mal 28 Jahren seine sportliche Laufbahn beenden. Bronzemedaille in Seoul damals, das war der größte Erfolg? Absolut, absolut. Denn es gibt keinen Ex-Olympia-Medaillengewinner oder Ex-Olympiasiegerin oder Olympia. Es gibt immer Ex-Weltmeister oder Europameister oder Deutsche Meister. Aber diesen olympischen Titel behältst du immer und ewig. Und egal, was du vorher an Weltmeisterschaften gemacht hast, auch diese Europacup-Siege, ein toller Sieg, grandios, zweimal Vize-Europameister. Nur dieses olympische Metall, das da auch liegt, das ist das, wofür du ein Leben lang arbeitest und kämpfst als Sportlerin und Sportler. Und um langfristig erfolgreich zu sein, heißt dafür auch zu arbeiten. Und Erfolg ist ja dehnbar. Erfolg ist nicht immer das, was von außen kommt, was die Menschen von außen denken, das muss erfolgreich sein. Sondern Erfolg ist immer das, was für dich Erfolg heißt. Ich will es jetzt mal vergleichen mit einem Sieger und einem Gewinner oder einer Gewinnerin. Zu siegen heißt, du läufst als Erster oder als Erster durchs Ziel. Aber du kannst selbst, wenn du die fünfte oder sechstplatzierteste bist, eine Gewinnerin sein, weil du einfach für dich gewonnen hast, vielleicht deine Bestzeit, vielleicht dein Ziel, einfach in dem Endlauf gewesen zu sein und so weiter. Und so ist es auch mit dem Erfolg. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, es bedarf sehr, sehr viel Fleiß und sehr viel Eigenmotivation, um genau dorthin zu kommen, wo ich auch war, um auch das Niveau über 10 Jahre hinzuhalten. Glücklich haben Sie ja jemand anderen auch gemacht. Dem haben Sie nämlich das Trikot geschenkt, das Sie damals trugen. Lionel Richie, wir haben ein Foto davon. Oh Gott. Ja? Warum ausgerechnet Lionel Richie? Das ist der Sänger übrigens, für alle, die ihn nicht kennen. Ja, Say You, Say Me, Dancing on the Ceiling. Ja. Warum Lionel Richie? Mit 17 Jahren habe ich mir die Olympischen Spiele im Fernsehen angeschaut und damals war ich gerade mal Hessenmeister, ich weiß es noch nicht mehr, ich glaube noch nicht mal Hessenmeister. Und Lionel Richie hat bei der Closing Ceremony gesungen das Lied All Night Long, das heute noch bekannt ist. Und ich habe mir gesagt, meine Güte, ich war mit 17 anscheinend immer noch so naiv, ich dachte mir, Lionel Richie kannst du nur sehen, wenn du bei den Olympischen Spielen dabei bist. Und dann habe ich gesagt, okay, trainierst du mal dafür, dann bist du bei den Olympischen und siehst Lionel Richie. 4 Jahre später war ich bei den Olympischen, Lionel Richie hat nicht gesungen, sondern Whitney Houston. Und wiederum ein paar Jahre später traf ich Lionel Richie bei der ARD-Gala in München. Und er kam auf mich zu und war ein ganz toller Moment und er blieb vor mir stehen. Ja, und so kam er ins Gespräch und dann habe ich gesagt, Lionel, du bist dran schuld, dass ich bei den Olympischen eine Bronzemedaille gewonnen habe. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und so weiter und er gab mir dann seine Karte, also von seinem Manager und sagte, Edgar, du kommst Backstage. Und seitdem, jedes Mal, wenn er in Deutschland ist, versuchen wir uns dann Backstage zu sehen und bei einem dieser Konzerte habe ich ihm dann das Trikot überreicht. Eine Freundschaft fürs Leben fast. Wirklich ganz toll, ein toller Mensch. Inzwischen, Sie sind kein Sportler mehr, sondern Motivationstrainer. Was heißt das genau? So der allgemeine Ausspruch, ich mag eigentlich eher den Ausdruck des Inspirations- und Emotionalisierers. Ich begleite Unternehmen auf dem
strategischen Weg begleite ich sie, ihre Ziele zu erreichen. Indem ich motiviere, inspiriere, indem ich Teamentwicklung mache. Alles, was in den weichen Faktoren geschieht. Das sind ja die Soft Skills, die weichen Faktoren sind Visionsklarheit, Zielklarheit, Leidenschaft, Erfolgsglaube, Team, Offenheit, Respekt, Vertrauen, all das sind die weichen Faktoren. Ich übertrage dadurch, durch die Übertragung der Parallelwelt des Sports auf das Business und auf das Privatleben, die Unternehmen. Wie ist das denn in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen? Merkt man das als Motivationstrainer dann? Dass im Zweifelsfall auch gerade bei solchen Sachen gespart wird? Oder sagen sich die Unternehmen, jetzt erst recht, jetzt buttern wir da rein und versuchen unsere Mitarbeiter da ein bisschen zu pushen? Unterschiedlich. Eigentlich sollte man ja auch dann ansetzen, wenn es einem gut geht und vor allem dann auch nachschießen, wenn es einem nicht so gut geht. Also es ist unterschiedlich, es kommt immer auf die Branche drauf an. Ich bin in allen Branchen unterwegs und ich merke es einfach, dass Unternehmen sehr viel jetzt auch in ihrer Mitarbeiterschaft investieren. Und gerade in diesen Faktoren, wo es um die Kommunikation geht, wo es um die gemeinsame Zielklarheit geht und um das Miteinander, die soziale Kompetenz. Und das sind meine Assets. Und das macht mir riesen viel Spaß in Form von Vorträgen, die ich sehr viel halte, in Form von Seminaren und teilweise auch Einzelcoachings mit Führungskräften oder auch mit Sportlerinnen und Sportlern, wenn wir jetzt nochmal an den Sport anknüpfen. Kommen wir gleich zum Sport. Wir schauen uns gerade noch ein paar Bilder an von so einem Motivationskurs, den Sie da den Unternehmen geben. Da sehen wir es. Ich merke, Sie sind da sehr aktiv auf der Bühne. Sie sind viel unterwegs, Sie bewegen sich viel. Das gehört dazu, oder? Das gehört, ich bin Läufer. Also wenn ich nicht unterwegs sein würde, wäre das nicht authentisch. Und Vorträge, egal was man macht, wenn man auf der Bühne steht, wenn man hier sitzt, so wie Sie das auch, ist wichtig, dass du authentisch bleibst. Und deshalb bewege ich mich auch auf der Bühne so, wie ich es auch früher getan habe. Und das war jetzt eine Aufnahme von einer Jubiläumsfeier der Genocom. Also vielen Dank auch nochmal für die Bereitstellung dieser Aufnahmen der Genocom. Und gerade diese Aktivität passt natürlich auch zu dem Thema, das ich habe. Das war jetzt ein Vortrag mit dem Thema Olympia steckt in jedem über Hürden zum Erfolg. Und Hürden kann man nur überwinden, wenn man sich bewegt. Das passt dann halt dazu. Wo Sie das gerade ansprechen, Sie sind ja jetzt auch Motivationscoach für die deutschen Olympia-Leichtathleten. Hm. Olympische Spiele beginnen ja, ich glaube, am 27. Juli ist die Eröffnung, in London. Ja. Sie arbeiten also mit denen zusammen. Was machen Sie genau mit denen? Die Leichtathleten werden betreut unter anderem von 2, 3 Sportpsychologinnen, Sportpsychologen. Natürlich haben auch sehr viele Leichtathletinnen und Leichtathleten auch noch ihre Mentalcoaches auch noch zu Hause. Was ich mit dem Deutschen Leichtathletikverband auch im Zuge jetzt der Olympischen Spiele gemacht habe und auch noch mache, Trainingslager dort anwesend zu sein, Tools mit den Seminar-Workshop-Einheiten zu machen und auch jetzt noch mal direkt eine Woche vor Olympia, bevor dann von Kienbaum, dort ist das Trainingslager der Leichtathletinnen und Leichtathleten, dann es nach London geht, machen wir noch mal eine kurze Session. Und ich bin ein Add-on, eine Ergänzung zu dem, was die Sportpsychologen und auch machen. Und jene betreuen die dann auch vor Ort. Ich werde zwar auch bei Olympia sein, ich werde in London sein, ich werde Atos begleiten. Das ist einer der größten IT-Dienstleister der Welt und der IT-Dienstleister der Olympischen Spiele. Und werde dort vor Ort für die Kunden sein und dann natürlich auch parallel mit der Olympiamannschaft. Wir haben noch nicht über Ihr Buch gesprochen. Da steht da die ganze Zeit, da müssen wir dringend darauf hinweisen. Haben Sie dran mitgearbeitet? Mein Büchlein. Mhm. Ich hol's einfach mal. Holen Sie es ruhig, sonst filmen wir es einfach ab. Und zwar ist das ein Gemeinschaftsbuch von Carsten Brocke, einer meiner besten Freunde und vor allem einer der besten Vertriebscoaches, die wir in Deutschland haben. Mhm. Ich habe dort einen Gastbeitrag geschrieben, Pilot oder Passagier. Und genau so, wie das Buch auch heißt, ist es auch im Leben. Entweder ist man Pilotin oder Pilot oder Passagierin oder Passagier. Und wir haben, glaube ich, beides in uns. Das ist ein Persönlichkeitsbuch, auch ein Arbeitsbuch. Man kann sehr viel über sich erkennen und erarbeiten. Und danach weiß man wirklich, wann man mal zur Ruhe kommen sollte. Und dann, wann man auch mal das Lenkrad in die Hand nehmen sollte, um wirklich seinen authentischen Weg zu gehen. Edgar, vielen Dank für den Besuch.